Diese Prüfung, die nur wenig auf sich nehmen können, nachdem sie die Bequemlichkeit in ihren Fängen hat. Er legt die Stirn in Falten und seine Augen werden dunkler. Sie sehen die Prüfung von Durrens als zur Vorführung des Glaubens unnötig an, manchmal gar als unbequem. Sie halten daran fest, dass andere Wege zur Verbreitung von Magans Feuer gibt, ohne dabei, so wie es Durrens lehrte, Spuren zu hinterlassen. Spuren zu hinterlassen, was meinst du As the damit? disciples walked the road, the trials of durance they suffered and dispensed were also ones of justice. All potential converts, even the faithful, were tested for weakness. And if their weakness broke them, so be it. Die Prüfungen von Durrens, die Jünger auf Wanderschaft erlitten und austeilten, waren auch Prüfungen der Gerechtigkeit. Alle potenziellen Ist das absichtlich da so geschrieben? Ich glaube, bei Konvertierten, selbst die Gläubigen, würden auf Schwäche geprüft. Und wenn sie ihre Schwäche gebrochen wurden, dann war es eben so. Von ihrer Schwäche gebrochen wurden. If they survived, then they were transformed, made stronger, as Margrin seeks of all. Before I followed the way of Durance, I did not test myself. I did not test others. Weakness and injustice thrived around me because I permitted it to be so. Wenn sie überlebten, dann wurden sie gewandelt, stärker gemacht, so wie es Magan von allen wünscht. Bevor ich auf dem Weg von Durrens wandelte, prüfte ich mich selbst nicht, ich prüfte auch keine anderen. Um mich herum blühten Schwäche und Ungerechtigkeit auf, weil ich es zuließ. Sagani ist dabei, eine weitere knöchende Pfeilspitze zu schärfen, und es ist nicht mal klar, dass sie überhaupt zuhört, bis sie hochschaut und den Kopf schüttelt. Es gibt da etwas, das ich an euch Nordleuten niemals verstehen werde. Ihr lebt im Überfluss in Landen, die euch nicht über Nacht töten, und trotzdem habt ihr diese seltsame Vorstellung, dass einander in Stücke zu hauen irgendwie zeigt, dass ihr sie verdient habt. Sagadi bläst Knochenstaub von ihrer Pfeilspitze. Ich werde niemals verstehen, denn in Masu können wir uns das nicht leisten, einander für Schießübungen herzunehmen. Was sollte der Klerus dagegen haben, wenn du die Gerechtigkeit verbreitest? Justice was not seen as our duty. Justice was a thing of Whittaker. Du uns runzelt die Stirn. Die Gerechtigkeit wurde nicht als unsere Pflicht angesehen. Die Gerechtigkeit gehörte zu Wodeka. Du uns grunzt. Und die Debatten darüber wurden wild und hitzig. Oh mein Gott, die Zügel über die Verwahrung eines anderen in der Hand haben sollte, meine ich. Wie ich schon sagte, eine seltsame Idee. Du uns kichert, Homolodus. Könnte sich wie ein Feuer ausbreiten, das geht gar nicht. Und dennoch erinnerte uns Durrens daran, dass Wodeka einst von Magran verbrannt wurde, und damit hatte er auch recht. Wenn eine Göttin der Gerechtigkeit verbrannt werden muss, um sich an ihre Rolle zu erinnern, nur dann kann Magrans Klerus andere ja auf ähnliche Weise erinnern. Also würdest du andere bestrafen? Also wurde dieses religiöse wandernde Kapitel geschlossen? Ich hatte noch andere Fragen an dich. Wurde dieses Kapitel geschlossen? Es gab nicht viele von uns. Durrens knurrt. Ich bin der Letzte, und während es keine Worte oder Dichtung gibt, die Durrens Lehren verunstalten können, so gibt es doch wenig, was sie am Leben erhalten können, falls das Feuer stirbt. Aber das ist an sich selbst eine Prüfung. Der Krieg des Heiligen verschaffte Durrens eine Zeit lang eine Popularität. Ein Heiliger für einen Heiligen und Rücksichtslosigkeit für Rücksichtslosigkeit. Durrens zuckt mit den Achseln. Die wildesten von uns, nun, wir trugen die Schlacht zu Eotas und Rezeres. Es brauchte Kraft, ihre Ketzerei umzukehren, und ich bezweifle, dass Magrans Höchste dasselbe geschafft hätten. Dann schwanden die Leeren und erstarben, wie es den meisten Flammen geht. Durrens stand auf seinen Stab, aber sie hinterlassen immer noch Spuren. Also würdest du andere bestrafen? Transform them. If they broke, so be it. The greater the ruination of their flesh and soul, the greater their hope of salvation. It was the struggle that would strengthen them. One can have enough of words until you hunger for giving the red gift to some prattling fool, whether they serve Margrin or not. Sie wandeln, wenn sie brau brachen, dann war es ebenso. Je größer die Verheerung des Fleisches und ihrer Seele, desto größer war ihre Hoffnung auf Erlösung. Es war der Kampf, der sie stärkte. Man kann der Worte überdrüssig werden, bis man schließlich danach dürstet, einem plappernden Narren das rote Geschenk zu geben, und ob er Magra dient oder nicht. God and faith can drive a man to do much others would find difficult.
Durance himself admitted as much. He did not relish the task, but he did not shy away from it. Ein Gott und der Glaube kann einen Mann dazu bringen, vieles zu tun, was andere schwierig finden würden. Durance leckt über seine Lippen, als ob sie trocken seien, und auf seiner Stirn bildet sich ein glänzender Schweißwipp. So viel hat auch Durance selbst zugegeben. Er hat die Aufgabe nicht genossen, aber er ist nicht davor zurückgeschreckt. Und du folgst seinen Lehren? All life does, whether by Magrin or not. The Saints' War made it necessary. And as distasteful as it may have seemed, well, now, every mark of Aethys, every weak soul that exposed our throat to the enemy, they would answer for every soldier and Magrin disciple that had fallen. Alles Leben tut das, über Magrin oder nicht. Der Krieg des Heiligen macht es notwendig, so zu widerlich es gewirkt haben mag. Nun also jede Spur von Eotas, jede schwache Seele, die dem Feind unserer Kehle darbot. Wir zogen sie für jeden Soldaten und Jünger Magrins zur Verantwortung, der gefallen war. I punished others, yes. Men, women, children. And I did not spare the staff or any other instrument I felt would learn them and strengthen them. A purge not just of Aethys, but of frailty. A burning of dry fields. A sacrifice at the whore's altar. Ich bestrafte je andere, ja, Männer, Frauen, Kinder, und ich ersparte ihnen nicht den Stab oder jedes andere Instrument, von dem ich der Ansicht war, dass es sie lehren und stärken könnte. Eine Säumung, nicht nur von Eotas, sondern der Schwäche, ein Verbrennen trockener Felder, ein Opfer am Altar der Hure. But who needs her words, when one has her flame to show the way? Wer aber braucht schon ihre Worte, wenn man ihre Flamme hat, die einem den Weg zeigt? Ich hatte noch eine andere Frage an dich. Er grunzt. Du bist nicht wie ein Priester gekleidet und deine Roben sehen aus, als wären sie vom Feuer berührt worden. Drunz grunzt. So eine Art von Wächter wie dich habe ich noch nie gesehen. Mach dich das jetzt zu einem. Er runzelt die Stirn und hält seine Hand hoch. Nein, beantworte das nicht. Sind das dieselben Roben, die du bei Hallgott getragen hast? Das ist, als ob man ein Bremsennest verschluckt hätte. Sei ruhig und behalte deine Fragen für dich, damit du dich nicht vor dem nächsten Lagerfeuer erschöpfst. Also ja. Durance hat mal wieder die Nase voll von unseren Fragen. Aber jetzt haben wir wenigstens das Thema mit den Lehren des Durance geklärt. Durance ist halt so der anstrengendste Companion in diesem Spiel, weil er viel zu reden hat und ständig mittendrin mal abbricht, weil er genug von unserem Zeug hat, bis wir das nächste Mal rasten. Certainly. Sieht ja ein bisschen gesünder aus als vorher. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel gesünder. So, gucken wir uns die Kapelle mal an. So, das ist... Mögen die Götter all jene Leid und beschützen ihren Segen ersuchen. Sieht eigentlich aus wie eine Berat-Kapelle. Seid gegrüßt, meine Fürstin. Dank Ihnen erstrahlt unsere Kapelle jetzt wieder im früheren Glanz. Dafür werden Ihnen die Götter sicherlich wohlgesonnen sein. Ich habe alle Schriftfragen gesammelt, die ich finden konnte. Vielleicht werden sie Ihnen auf Ihren Reisen nützlich sein. Na, zeig mal, was du hast. Nichts. Okay. Also nichts wirklich Nützliches. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Händler hier in Ketnur neue Waren kriegen können. Oder ob sie... Looks a little healthier than before. Nur das haben, was sie haben, und dass das dann war. So. Kuriositätenladen. In diesen Flaschen schimmern Essenzen. Aus den Hälsen dieser Flaschen ragen dutzende Spinnenbeine heraus. Hello.
Gut, Sie zu sehen, meine Fürsten. Ich habe allerlei Kleinkram aus jedem Winkel des Dürrwalds. Spinnengifts, Guldrollen, all was, was man braucht. Dann zeig mal, was du hast. Oh, Vitrakürde, die nehmen wir. Ach, erweckten Adra nehmen wir auch. Ich könnte sie eigentlich einfach leer kaufen. Ja, so viel ist das nicht und es ist gut, wenn wir all das haben. Auch wenn wir Geisteressenz, Feuchtsporen und so mehr als genug haben. Jetzt könnten wir nämlich Kannas Armbrust noch nicht besser machen, weil uns dafür noch die Rubine fehlen. I'm here. Händler. Ja. Kurt bei Nacht in Ondras Geschenk würde uns Edelsteine verkaufen. Aber ja, ein paar Vitrakirne zu haben und die anderen Zutaten ist nie verkehrt. Auch wenn wir so selten craften. Muss ich ja zugeben. Certainly. The keep's coming along nicely. So, da gucken wir doch, was die Handwerkshalle für uns Schönes hat. Getrocknete Früchte, geräuchertes Fleisch, gemischte Nüsse sind in den Schaukästen verteilt. How do you do? Gute Neuigkeit, meine Fürstin. Nach was suchen Sie denn? Ich biete Reisezubehör. Sicherlich wird eine abgehärtete Reisende wie ihr bei mir viele nützliche Dinge finden. Dann zeig mal. Okay, er hat gute Waffen. Jede Menge. Und eine Fackel. Also nicht gerade was Nützliches für uns. Better indeed. Ach ja, zum Dings wollen wir jetzt zu unserem Kopfgeldjäger in der Forsthütte. Gucken wir mal, was er noch für Quests für uns hat. Und wenn nicht, dann geht es dann als nächstes wieder nach unten. Greetings. Frigget nickt dir zu. Gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Darauf Grimaud wird keinen Ärger mehr machen. Gut gemacht. Du hast den Palast des Zugs übertrumpft. Nicht, dass das soll schwierig werden. Wie dem auch sei, hier ist deine Belohnung. Geld und Erfahrung. Okay, das ist doch etwas. Ich bringe den Kopf von Glastial. Ein ekliger Tollkopf für einen ekligen kleinen Alchemisten. Ich sage ihm, dass es erledigt ist. Hier ist dein Kopfgeld. Ja, ich komme, um das Kopfgeld für Roska abzuholen. Vielleicht hast du einen neuen Krieg der schwarzen Bäume abgewendet. Wer weiß, hier ist das Geld, das sie geboten haben. Ich habe Torfens Kopf. Wenn man sich mit den Rittern anlegt, erwartet einem wohl meistens ein böses Ende. Aber jetzt zahlt sie, aber sie zahlen gut. Was gibt es für neue Kopfgelder? Er blättert einen Stapel Pergamente durch. Erledigt, erledigt. Ah, hier mal sehen.
In der Wildnis macht irgendeine Waldläuferin Ärger, dann gibt es da noch Gallen, Dalgard, Sklaventreiber, nicht so richtig beliebt. Und dann haben wir eine Art Kult offenbar. Ah, und diesen Namen habe ich länger nicht gelesen. Kapitän Murami, der Pirat. Ich jage die Waldläuferin. Die Waldläuferin von Männer führt einen Feldzug des Schreckens gegen Reisende, welche die Waldebene durchqueren. Überlebende berichten, dass sie ihre Opfer an ein Rudel wilder Tiere verfüttert, das mit ihr reist. Viele Leute werden über ihr Ableben äußerst froh.